Und eigentlich kann ich eine Plastik ja nur wirklich begreifen, wenn ich die von allen Seiten betrachte. Und gerade durch diese verschiedenen Blickwinkel wird die Sache ja interessant und lebendig, sonst bräuchte ich keine Vollplastik zu machen. Also das ist natürlich jetzt gerade das Wesentliche der Plastik, diese verschiedenen Ansichten und Dreidimensionalität. So eine doppelt gebogene Fläche. Da merkt man, dass das ist eine Form, die jetzt einmal sich um sich selber dreht. Also hier zum Beispiel habe ich das Problem eben explizit beschrieben von diesen organischen Formen, diesen doppelt gebogenen Flächen hier und diesen kubischen Element, ja, wo man merkt, es hat ganz klar rechte Winkel, das lagert hier ab und diese dynamische Form, die kommt hier heraus, ja, da geht es mehr ins Konkav, hier mehr ins Konvex, da geht es herum, ja, also man merkt, das Ganze ist in sich gedreht, hat zwar die gleiche Anzahl von Kanten, Flächen und Ecken, aber das Ganze ist sehr stark dynamisiert, ja, wie man sieht.